Wie bitte? What? Was ist jetzt los? Okay, erstmal, tatsächlich. Ich werde Teil einer Mars-Mission. Ich habe sogar schon das Ticket. Allerdings steige ich jetzt nicht in das nächste Raumschiff zum Mars. Noch ist das ja nicht möglich. Und wenn es möglich wird, dann frühestens mit der ersten Mars-Mission von SpaceX 2024. Ja, das wäre dann doch noch ein bisschen hin. Aber was ist nun Fakt und wie könnt ihr auch ein Ticket zum Mars lösen und Teil einer Mars-Mission werden? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, was ist da los? Das hier ist tatsächlich ein Ticket zum Mars und zwar, um Teil der nächsten Mars-Mission zu werden. Start ist am 5. Mai 2018, also schon nächstes Jahr und die Landung auf dem roten Planeten dann schon am 26. November 2018. Gestartet wird von der Vandenberg Launch Site in Kalifornien. Es geht um die Mars-Mission des InSight Landers, der sich zum ersten Mal mit einem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gebauten Schlagbohrer bis zu 5 Meter in den Marsboden bohren wird. Dieser Maulwurf ist Teil des HP3-Experiments an Bord. Dieses Heat Flow and Physical Properties Package soll den Wärmefluss des Mars messen und damit Rückschlüsse auf die Entwicklung des Mars ermöglichen. Professor Tillmann Spohn dazu. Im Prinzip sind dies zwar einfache Messungen, aber in der Ausführung sind sie kompliziert. Ja, so der Leiter dieses Experiments, der Maulwurf des DLR, wird Temperatursensoren Zentimeter für Zentimeter in den Marsboden bringen. Getestet wurde dies unter anderem am DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in einer meterhohen, mit Sand gefüllten Röhre. Ein Radiometer am Instrument überwacht zudem die Temperatur der Oberfläche am Landeplatz. Aus beiden Datensätzen, der Messung an der Oberfläche und im Inneren, können die Wissenschaftler dann auf den Wärmefluss des Planeten schließen. Zitat: Aus diesen Erkenntnissen lernen wir dann auch mehr über die Entwicklung unserer Erde, so der Professor Spohn. Eigentlich sollte die Mission schon im März 2016 starten, doch ein Vakuumleck am ersten Hauptexperiment, dem Seismometer, stoppte den Start. Dieser Schaden ist jetzt behoben, sodass die Mission jetzt starten kann. Mit dem Seismometer sollen bei der Mission Marsbeben und Asteroideneinschläge gemessen werden und so auf die Zusammensetzung des Mars zurückgeschlossen werden. Die Mission soll endlich Aufschluss darüber geben, ob der Kern des Mars fest oder flüssig und damit auch, ob er heiß oder eher kalt ist. Das Sensationelle der Mission ist, dass sie Passagiere mitnehmen kann. Natürlich nicht als Astronautinnen oder Astronauten. Trotzdem kann man ein solches Ticket lösen und das geht ganz einfach. Man geht auf die Seite der NASA, den Link dazu habe ich in die Videobeschreibung gepackt und dort trägt man ein paar Daten, insbesondere natürlich den eigenen Namen ein und schon bekommt man dieses Ticket. Das Rätsels Lösung: An Bord des Landers sind Mikrochips, auf denen die Namen der Passagiere gespeichert sind. Ist der InSight Lander also auf dem Mars gelandet, gehört man also zu den ersten Menschen, deren Namen auf dem Mars gelandet ist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr es gemacht habt. Würde mich mal interessieren, wie viele von euch dann zum Mars fliegen. Hier bei Klick zum erfahrt ihr natürlich alles über diese Mission. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen weiteren Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Ja, hier geht es weiter mit Elon Musk. Mars-Missionen starten 2022. Das ist wirklich sensationell. Also nicht verpassen und draufklicken. Viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.